Oh, jetzt kommt ihr. Super. Fusion. Du bist ein Dämon. Ich hab's mir anders überlegt. Ich töte dich nicht. Lauf zurück zu Deoi. Wo ich jetzt hier bin, versteckt er besser seine Wix-Vorlagen, denn er könnte jederzeit gekillt werden. Muss ich das Wort jetzt zensieren? Nein, ich denke nicht. Das nächste Mal wird die Sache etwas anders laufen, Junge. Bist du okay, Susan? Oh, es geht mir gleich wieder gut. Dein Hilfsangebot in allen Ehren, aber ich habe so ein Déjà-vu-Erlebnis. Hättest du nicht etwas früher kommen können? Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Ach, da sind wir schon zwei. Oh. Nee, was geht nur vor? Ich kann es nicht glauben. Was ist? Habe ich was im Gesicht? Kein Zweifel, seine Augen und sein Mund. Absolut identisch. Wie ein Zwilling, als ob er noch lebt. Und herangewachsen ist zu diesem großen. Oh, ah. Hey, er heult. Was soll ich tun? Ist Meister Susanne richtig geraten? Oha, Susanne. Was? Darf ich vorstellen? Der Kleine hier heißt Yuri. Er ist ein Andenken von Oberst Ben Higa. Ja, ein Tong Liao hat mir dein Vater das Leben gerettet. Ach, in Tong Liao hat mir dein Vater das Leben gerettet. Seitdem habe ich ihn auf seinen Reisen begleitet. Wir hatten einen Laden in Shanghai, weil er sagte, dass wir von dort aus operieren sollten. Aber in Wirklichkeit war das nur aus Sorge um, wie auch immer seine Tochter heißt. Jeden Sommer ging Vater weg, um zu arbeiten. Er kam erst zum Winteranfang wieder. Und dann eines Jahres kam der erste Schnee, aber Vater kam nicht. Stattdessen kam er nun in unser Dorf. Vergiss es. Ich hatte gehört, dass der Oberst eine russische Frau hat und dass sie einen kleinen Sohn haben. Aber ich wusste nicht, dass er am Leben sein würde. Meine Mutter starb. Ich hatte Glück und habe sie überlebt. Wie kannst du das sagen? Ich war noch nie in meinem Leben so aufgeregt. Und wie froh Susanne auch sein muss. Tja, Alter, ihr habt alles von Anfang an gewusst, wie? Aber nie was gesagt. Über meinen Vater oder mich oder überhaupt. Warum muss alles so ein Geheimnis sein? Warum? Sag's mir, du Alter. Du dämlicher Alter. Entschuldigung. Hör auf, Juri. Das hat Susanne die ganze Zeit schwer beschäftigt. Er wusste nicht, wie er es ihr sagen sollte. Also bitte. Ich war derjenige, der Higa getötet hat. Susanne. Wie bitte? Das könnten eure letzten Worte gewesen sein. Ich habe Higa vor 15 Jahren kennengelernt, hier in Shanghai. Higa wurde als Spezialattentäter nach China geschickt, als der japanischen Armee klar wurde, dass Deohai Übles im Schilde führte. Wir haben lange nach Deohai gesucht. Schließlich haben wir erfahren, was es mit der Dämonentor-Anrufung auf sich hatte. Wir haben Deohais Festung, den Kuhai-Turm, angegriffen und ihn schließlich besiegt. Es war ein erbitterter Kampf. Also der Mann, von dem ihr mir in Delian erzählt habt, war. Genau, ich habe von deinem Vater gesprochen. Higa hat sein Leben riskiert und die verfluchte Volarisierung verhindert. Dann starb mein Vater. Yuri, bitte vergebe Susanne. Susanne wollte nicht in den gleichen Kampf verwickelt werden, in den dein Vater hineingezogen wurde. Ich kann Susanne vollkommen verstehen. Wenn ich er wäre, hätte ich das gleiche getan. Ach, ich weiß. Ich weiß. Yuri. Susanne, wenn Deohai versucht, nun zu.
nun zu wiederholen, was er schon vor 15 Jahren nicht geschafft hat. Dann ist Meister Xita sicher als nächster an der Reihe. Du hast recht. Wie konnte ich nur so blöd sein? Schrei nicht plötzlich so los. Du hast mich fast zu Tode erschreckt. Aber dieser Tempel ist der heiligste Ort im Taoismus, der neuen Himmel. Er wird von Meister Xita persönlich bewacht. Selbst dieser blödsinnige Deohai sollte wissen, dass man vor solch einem Ort Respekt haben muss. Meister Xita? Ja, er war mein Lehrer, ein räudiger alter Ziegenbock. Was? Du redest ja sehr nett von deinem Lehrer. Er ist der Beschützer des unterirdischen Tempels von Wuhan. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Der weiße Tiger wird dort verwahrt, einer der Götter der vier Richtungen. Zuerst wurde das Bild des weißen Tigers woanders aufbewahrt. Aber damit es nicht in Deohais Hände fallen konnte. Oberst Tiger hat es in die Obhut von Meister Xita gegeben. Und das bedeutet, dass Deohai seine Pläne diesmal sorgfältiger ausgeheckt hat als zuvor. Und wenn er deswegen Wu Gui ins Spiel gebracht hat, ergibt das langsam einen Sinn. In Ordnung, ich bin bereit dafür, mein Leben zu riskieren. Was ist mit dir, Yuri? Hast du den Mut, den Weg deines Vaters zu beschreiten? Meines Vaters Weg? Es wird ein beschwerlicher und schmerzhafter Weg. Und an seinem Ende findest du womöglich nur Verzweiflung und Zerstörung. Nimmst du die Herausforderung an? Na, was sagst du dazu? Susanne, wie kannst du so etwas von ihm verlangen? Beeilung, Junge. Wir haben absolut keine Zeit zu verlieren. Es war ein Wettlauf mit der Zeit von dem Moment an, wo diese Schweinehunde Alice erblickten. Alice sagte, dass sie herausfinden könnte, warum ihr Vater starb. Wenn sie gegen Hoi dämpfen könnte, ja. Wenn sie gegen Deohai kämpfen würde. Stimmt's? Ja, das stimmt. Alter, der Preis ist mir egal, wenn ich eine Chance bekomme, das zu sehen, was mein Vater sah. Ich werde es nicht bereuen. Wenn der verdammte Deohai wirklich diese Dämonen-Einberufung auf uns loslässt, jetzt ist es eine Einberufung. Ach ja, Dämonen-Anrufung, Einberufung, ist doch alles derselbe Kram. Ja, also wenn er diese Einberufung auf uns loslässt, dann werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um diese kleine Einberufung ein für alle Mal abzubrechen. Gut für dich, Junge. Und du kannst dich darauf verlassen, dass dich diese alte Weise hier durch die Hölle führt, wenn es sein muss. Was ist das? Eine Grußveranstaltung oder was? Du schon wieder. Hast du wieder gelauscht, was? Nein, ich habe nicht. Ich habe es nur zufällig mitbekommen. Was für ein verdächtiger kleiner Wanze du doch bist. Jetzt weiß ich, warum ich dich nicht leiden kann. Langsam mit den jungen Pferden, reg dich nicht so auf. Ich habe ein paar Neuigkeiten, die ich unbedingt loswerden muss. Ich habe gehört, dass Deohai seine Männer nach Wuhan geschickt hat. Und das ist noch nicht alles. Die in Shanghai stationierten japanischen Truppen wurden ebenfalls heimlich nach Wuhan abgezogen. Was? Hey, woher weißt du das über Deohai? Kannst du schweigen von den japanischen Truppenbewegungen? Wer im Schmugglergeschäft tätig ist, bekommt eine Menge Informationen aus dem Untergrund. Irgendetwas stinkt hier. Aber wenn du versuchst, uns zu helfen, sollte ich dir wahrscheinlich danken. Wenn das der Dank für meine Mühe ist,
Wollte ich nur helfen. Ich wollte nur helfen. Juri, Susanne, was sollen wir tun? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Alterchen, ich bin sicher, es war Wugi, der nach Wuhan gegangen ist. Glaubt ihr nicht, dass er selbst für einen großen Adept wie ihr ein schwieriger Gegner ist? Tja, da könntest du recht haben. Susanne, wir gehen mit euch nach Wuhan. Nein, Sen. Du und deine Tochter bleiben hier und sammelt möglichst viele Informationen. Hier muss wieder die Basis für unsere Aktivitäten sein. So, Sen. Wartet hier und keine Sorge, wir lassen keiner an den weißen Tiger ran. Juri. Okay, verstehe. Komm. Wie auch immer dein Name ist, wir gehen zurück in den Laden. Ach ja, bevor du Shanghai verlässt, komm doch bei uns vorbei. Sei vorsichtig, Onkel Susanne. Komm halt zurück. Dann sollten wir uns wohl bereit machen. Yay! Liegt hier irgendwas rum, was ich mitnehmen darf? Nein! Sven Jammer. Sagst du mir was anderes jetzt? Gut, gehen wir. Speichern wir mal. So. Daten. Ach, wie lange spielen wir denn schon? Ach, fast 8 Stunden. Das geht ja. Ich habe wohl noch eine Weile. Nein, Moment, ich wollte mal gucken, ob wir vielleicht was Neues in der Bibliothek haben. Nein, scheint nicht so. Gut, dann gehen wir jetzt zu Zen. Und gehen vielleicht noch ein bisschen shoppen. Geht alle aus dem Weg. Wo war der nochmal da unten? Da? Nein, da. Ging es ja eigentlich nochmal. Hier ist was. Mana-Samen. Das ist eine Frau. Das Modell hat Brüste und einen Dutt. Meine Fresse. Saufende Ray. Die japanische Armee ist überall verflixt nochmal. Da braucht man einen gesunden Durst. Meine Fresse. Nicht trinkender Danny. Als ob du je einen Grund zum Austrinken bräuchtest. Seid ihr verheiratet? Kann ich was mittrinken? Nein. Lass mich da mal wieder raus. Liegt hier hinten irgendwas. Muss ja alles abgrasen hier. Nein. Wandernder Maiwan. Ach! Unser schwuler Akupunkteur. Ich hatte gehört, die Show soll so toll sein, aber dieses Mädchen war ja recht fade. Wie enttäuschend. Reformpartei? Was ist das denn? Personen für die Aufnahme in die Truppe wählen. Ach so. Ich lasse das mal so. Aber mal akupunkturmäßig möchte ich mich hier mal gerne. Möchte gerne ein bisschen mehr Angriff. Das wäre ganz nett. Ja. So. Sollten wir vielleicht
Na, ich lasse den Rest jetzt einfach mal so.